mm ist immer geladen, okay? Motherfucker. Ja, sicher. Ist klar. Schöner Aktenkoffer übrigens. Danke. Was ist da drin? Die Wäsche vom Boss. Du musst für deinen Boss die Wäsche waschen? Wenn er sie sauber haben will, ja. Was für ein Scheißjob. Ja, habe ich auch gedacht. Ich glaube, da hängt eine Socke vom Boss raus. Stimmt. Na, dann zeig mir doch mal, wie Mr. 9mm arbeitet. Kann ich nicht machen. Ach, komm schon. Nur ein Schuss in die Luft. Wir sind hier mitten auf der Scheißstraße am helllichten Tag. Ich gebe keinen Schuss ab. Das macht eine Menge Lärm und ich habe keinen Schalldämpfer. Verpasst du auch einem Mann eine Fußmassage? Fick dich. Ich hörte, du bist ein Oberfußmeister, dass deine Technik so gut ist, dass es nicht mal kitzelt oder so. Fick dich, Motherfucker. Weißt du, ich bin ziemlich fußmüde. Ich könnte auch eine Fußmassage ertragen. Mann, pass lieber auf. Ich bin schon ein bisschen angepisst hier. Okay, ich hätte einen... Hier, sieh dir das mal an. Hey, schöner, selbstgebauter Schalldämpfer. Für mich? Ja, aber du musst ihn gleich hier ausprobieren. Okay, Bruder, wenn du darauf bestehst. Was zum Geier war das? Der scheiß Schalldämpfer dämpft gar keinen Schall. Nee, wenn überhaupt, hat er nur alles lauter gemacht. Aber ich bin hier auf der richtigen Fährte. Oh, super. Das Gute ist, dass du mir beim nächsten Mal gleich ein Megafon mitbringen könntest. Und ich würde immer noch glauben, dass das ein Schalldämpfer ist, weil ich nämlich jetzt taub bin. Hey, bist du irre oder was? Ich kriege fast ein Herz, Kaspar. Wenn du das nochmal machst, rufe ich die Bullen. Ich glaube nicht, dass er den vermissen wird. Und wenn, dann wäre es mir egal. Ein Torx-Schraubenzieher, den brauchte Charlie. Warum haben die da immer noch solche verdammten Dings dran? Solche Muttern. Hey, kann ich das aufmachen? Die geht nicht auf. Bei meinen letzten Fahrversuchen wurde Sri Lanka von einem Tsunami verwüstet. Sicher nur ein Zufall, oder? Ich glaube, das ist der Van von diesem Bob. Hätte sich beim Einparken aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Abgeschlossen. Die geht nicht auf. Kann ich die vielleicht mit dem Stück hier aufbrechen? Nee. Nee. Nee, er sagt nur, nee. Auf ins Treppenhaus. Verdammter McConey! Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Dann mache ich das so. Dann gebe ich Charlie den Schraubenzieher und... Oder eher gesagt den Schraubendreher und ja. Oh Mann, ich hat schon wieder 34 Grad hier drin. Scheiße. Charlie, ich glaube, ich habe... Wenn du mir wieder erzählen willst, dass du ein Sailor Moon-Kleidchen in meiner Größe aufgetrieben hast, dann kriegen wir echt Probleme miteinander, Randall. Was? Nein. Ich rede von diesem Schraubenzieher. Du brauchst doch einen Torx, oder? Hast du wirklich einen? Oder willst du mich nur ablenken, während ich ausgeraubt werde? Oh, ihr Kleingläubigen. Hier. Oh, super. Jetzt, wo ich das richtige Werkzeug habe, sollte ich den Schrotthaufen wieder hinkriegen. Tja, ist keine große Sache. Eins noch. Kannst du dieses nutzlose Stück Schrott für mich entsorgen? Gesagt, getan. Autsch! Das ist kein... Das wird... Muss ich... Okay. Nichts. Nichts zu verschrauben. Nee.
Hey, kannst du das reparieren? Hey, kannst du das reparieren? Tja, mal sehen. Oh, ein kaputtes Radio, was? Kein Problem. Oh, super. Dann hast du es fertig. Nicht so schnell, Admiral. Ich brauche noch Werkzeug. Ach, komm schon. Ich dachte, du wärst dieser Tausendsasser von Computeringenieur. Solange ich nur das richtige Werkzeug habe. Was für Werkzeug brauchst du denn? Ich brauche einen Lötkolben, Zinn und einen Schlitzschraubenzieher. Und wo soll ich den ganzen Quatsch hernehmen? Das ist nicht mein Problem, Admiral. Tja, na gut. Schlitzschraubenzieher hätte ich schon mal. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Kann ich ihm das Blech geben? Das würde keiner wollen. Er braucht noch Lötzinn und einen Lötkolben. Wo soll ich den Scheiß aber hernehmen? Irgendwas muss doch passieren, dass Matt sich dann entweder umbringt oder sonst was macht und dann... Ich hab keine... Kaugummi, ich wette, da muss ich diese Münze reinwerfen, die dieser Typ da hat, aber wie ich an die rankomme. Ich weiß nicht. Und wie ich an die rankomme, habe ich aber keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gehe hier mal zur U-Bahn. Nichts von den... Ich will sie nicht nerven. Was geht, Junge? Du bist hässlich. Tja, in jedem von uns schlummert innere Schönheit. Außer in dir, versteht sich. Warum bist du so doof? Ich kann dich nicht leiden. Du magst mich nicht? Tja, ich dich schon, du kleiner Scheißer. Hey, pass auf, was du sagst. Ich bin doch so leicht zu beeinflussen. Ich auch, also starr mich nicht so an. Sollte das lustig sein? Weiß ich nicht. Ist das normal, dass du so stinkst? Du bist hässlich und doof. Der war gut. Tja, du bist auch nicht gerade ein Adonis, Junge. Siehst eher wie ein Schwein aus. Wie ein menschliches Schwein zwar, aber wie ein Schwein. Halt's Maul, Pupsfresse! Hörst du mir überhaupt zu? Pupsfresse! Verstehe. Klarer Fall von Besessenheit. Wo ist John Sinclair, wenn man ihn braucht? Halt dein Maulwurm, du Rotznase! Na was jetzt? Wurm oder Rotznase? Wurm oder Rotznase? Ah, fahr zur Hölle, Kleiner.
Ach, fahr zur Hölle, Kleiner. Wiederholst du immer, was ich gesagt habe? Tja, ich glaube, ich sollte noch vor Rosh Hashanah zum Otorhinolaryngologisten, um meinen sternocloidomastoidischen Muskel untersuchen zu lassen, du Vogel. Du bist hässlich und doof. Ja, aber ich hab die Schlacht gewonnen. Hey, das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Du Penner! Tja, das mag ja deine persönliche Meinung sein, aber lenken wir mal nicht ab. Willst du das vielleicht eintauschen? Nein, ich bin hier das Gesetz. Ist es immer noch verpönt, kleine Kinder in Computerspielen umzulegen? Du bist hässlich! Dir fällt auch nichts Neues ein, Schandmaul. Schandmaul? Ha, wie alt bist du denn? 60? Ich glaube, das war's. Soll ich sie dir wieder auffüllen? Oder willst du lieber Süßigkeiten? Kinder lieben Süßigkeiten, oder? Hey, wenn ich mir das Abzeichen ausleihen darf, bringe ich dir Süßigkeiten, okay? Nein, ich will eine bessere Knarre. Kriege ich das Abzeichen, wenn ich dir eine bessere Knarre besorge? Weiß nicht. Du bist so hässlich. Ich will eine bessere Knarre. Aber wer weiß, wenn du mir Süßigkeiten mitbringst? Oh Mann. Das ist kein... Warum? Muss ich... Nee. Es gibt... Ein Schuss in die Luft damit. Soll ich die jetzt reparieren? Die kann ich nicht mehr. Muss ich. Ja, scheiße, wie komme ich denn jetzt da rein? Ich muss in die Wohnung. Der McConey, der wird da wahrscheinlich nicht verschwinden. Verdammter Mac. Der einzigste Ausweg ist nur noch Clayton's Cave, aber ich meine, der ist auch nichts mehr. Oder zumindest ist halt dieser Nerd, aber der wird mir auch nicht allzu viel weiter helfen. Zumindest meine ich das. Nein. Ich glaube, der Typ weiß nicht mal, nach wem seine Klamotten aussehen. Was hat Travis mit Zeit? Nicht der richtige Zeit. Wenn ich das runterschmeiß, wie konserviert man in Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Wie sie halt Rand beobachtet. Ich brauch gerade Contra oder Probotector. Ich will heute nicht mehr mit. Die lasse ich lieb. Mich hat man auch einge. Mir ist gerade nicht. Mir ist gerade. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen. Ah, scheiße. Fass ich nicht. Eine Banane.
irgendwas qualmt da oder wie. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt noch weiterkommen soll. Aber ich könnte mal gucken, ob ich Matt nicht irgendwie was geben kann oder so. Also, am Ende bringt das sich nur um. Ich werde die Tür nicht. Echt jetzt? Oh. Vergiss. Nein. Die behalten. Das würde. Ja, okay. Aber ich hab. Wobei, mir kam da noch eine Idee, jetzt mit der Karte. Vielleicht kann ich ja die Tür öffnen. Einfache Logik am Arsch. Auch die einfache Logik scheitert bei mir ab und zu mal. Oder man, ganz ehrlich, man, ich rede. Ich hab nicht gedacht, dass es... Sag nicht, der beobachtet mich. Na gut, also das. Das ist keine. Mit dem. Die Tür da. Das ist kein. Zu öffnen. Ein schönes, großes Schloss. Das ist der Türgriff. Der hilft mir erst, wenn. Nee. Wieso ist das scheiß Schloss nicht aufmachen? Es wird nicht. Nagelschießer und Maßband. Guten Morgen, wie geht's? Verdammt, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Kenn ich dich? Ob du mich kennst? Na klar! Hast du Woodstock 1999 vergessen? Ich glaub, du verwechselst mich. Bestimmt nicht. Ich erinnere mich, dass du mit einem Banner auf die Bühne geklettert bist und dich angezündet hast. Wogegen hast du da eigentlich protestiert? Du verwechselst mich. Wenn's also nichts ausmacht, ich arbeite hier. Übrigens, dauert das echt so lange, ein Schild aufzuhängen? Wie bitte? Ich meine, es sollte doch nicht so lange dauern, vier Nägel mit dem Hammer reinzuschlagen, hm? Ich sag's ja nur. Wer hat hier wohl die Uniform an? Du oder ich? Tja, ist doch völlig egal. Außerdem, wenn ich so drüber nachdenke, warum haust du denn immer auf den gleichen Nagel? Ich bin Handwerker. Ich will, dass alles perfekt ist. Wow. Dein Boss ist sicher hoch erfreut. Ich arbeite für die Stadt. Oh, na, dann arbeitest du ja quasi für mich. Klar, Mann. Ist das dein Van da drüben? Warum? Ach, einfach so. Aber glaubst du nicht, dass der etwas blöd abgestellt ist? Du blockierst den Gehweg und ich glaube ja, der steht außerdem im Parkverbot. Die Arbeit hier ist dringend. Ich kann parken, wo ich will. Verstehe. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Van blockiert den Zugang zu meinem Haus. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht dran vorbeiquetschen könnte, aber der stört mich ganz einfach da. Kannst du den nicht ein Stückchen bewegen, bitte? Klar, sobald ich hier fertig bin. Okay, die Runde geht an dich. Schöne Werkzeuge. Danke. Sind die neu? Nein. Warum? Hast du zufällig einen Schraubenzieher? Was für einen? Tja, ist mir eigentlich egal, ist nicht für mich. Und du glaubst ehrlich, dass ich meinen Schraubendreher einem Fremden leihe? Ich hab nie was von Laien gesagt. Warum gibst du mir nicht einfach? Ich krieg nie irgendwas von dir. Tut mir leid, aber meine Blödsinn mit einem Fremden quatschen Zeit ist... Oh. Ich dachte, ich hätte mich diesbezüglich klar... Ich wollte den auch eigentlich gegen was richtig Cooles eintauschen. Hör zu, du bist nicht Laura Ingalls und das ist nicht der Marktplatz hier. Also nimm deinen Korb voller Eier und verzieh dich.
Ich will hier arbeiten. Könnte ich mir mal dein Maßband ausleihen? Auf keinen Fall. Das brauche ich gerade. Ach, komm schon. Ich muss echt gerade was ausmessen und das dauert ja auch nur einen Moment. Im Ernst, komm schon. Abgelehnt. Immer wenn ich jemanden ein Werkzeug ausleihe, sehe ich es nie wieder. Ich versprech's, was... Ich glaub dir nicht. Wow, ich bin echt kein guter Lügner. Ehrlich gesagt muss ich nicht mal was ausmachen. Oh, die Nagelpistole sieht wie ein cooles Spielzeug aus. Kann ich die mal kurz haben? Siehst du nicht, dass ich die gerade benutze? Ich dachte, du könntest vielleicht mal eine kleine Pause machen oder so. Tja, kann ich aber nicht. Und außerdem könntest du dich verletzen. Ich wette all mein Geld, dass ich aus einer halben Meile Entfernung deinen Helm treffe. Guter Versuch, aber immer noch nein. Du hast sicher... Wie bitte? Ich habe genug Werkzeuge. Die sind alle im Van. Interessant. Interessant? Ja, Nein. Dann gehe ich mal besser. Kann ich den... Ich habe seit 7 Jahren niemanden... Okay. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle Schluss. Speichern. Und ja. Dann würde ich mal sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst jedenfalls ein Abo da. Und natürlich Sunbros. Praise the Sun, ja, und bis zum nächsten Mal. Und ich mache jetzt mein Fenster auf, weil jetzt 34,1 Grad.